So, jetzt machen wir schön gemütlich. Oh Mann, die raufen auch alle in dieselbe Richtung. Geh fort. Geh fort, du Sack. Nein, du lässt mich jetzt gehen. So, ich muss da hier mal so richtig irgendwie Stealth ansetzen. Das ist echt nicht leicht. Boah, die sind auf einmal aufgeblockt, diese Tonkrugträger. Autsch. Ihr hättet mich töten können. Ich bin doch nur ein alter Mann. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Oh, jetzt kommt der schon wieder. Muss ja echt Stealth machen. Damit ich nicht merke. Ah, Scheiße. Warum haben die sich wieder so blöd angestellt? Nein, 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 nein. Ja, ja, jetzt gibt's Wasser-Action. Oh, Mann. Seid ich hier schon zu einer Piratze? Nee, das ist ausgeschlossen. Das schließe ich kategorisch aus. So. Nein! Jetzt bin ich abgesoffen. Naja, bei der Ausrüstung ist es kein Wunder. Bei der Ausrüstung ist das wirklich kein Wunder. Gut. Meister. Die Mannschaften werden für den Dienst in der Flotte ebenfalls den Orden übergeben. So. Bin die Rache Gottes! Ehrlich, willst du wirklich Beef machen, ja? Oh, komm, jetzt fall halt um. Sack. Fort ist er. Ein Templer weniger. Jetzt verschwinde ich. Oh Mann. Aber wenigstens habe ich jetzt nicht wieder größeren Beef verursacht. Werden alle Schiffe dem Deutschen Orden übereignet. Alle? Oh Mann. Sind bald auch schlimmer als zu Zeiten vom Einhoden, Mann. Oh je. Jetzt haben sie aber gezückt. Was? Was? Nein, nicht... Der hat mich ins Wasser reingeschmissen, der Blödel. So ein Penner, ey. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten... So ein Penner. Gut, aber wenigstens bin ich jetzt hier wieder am richtigen Platz. Löscht eure Ladung. Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages am Gericht. Gut, jetzt geht's hier rund. Keine Ausnahmen, liebe gehören gehängt. Geht oder ich werde es euch zeigen. So. Oh, das hat immer gereicht. Das macht man nicht. So, jetzt mal gucken, ob es klappt. Okay, der hat zugehauen. Gut, jetzt bist du auch weg. So, und jetzt bist du auch dran. Ich denke, ich sollte euch danken. Aber denkt nicht, dass ich es nicht auch alleine geschafft hätte. Trotzdem habt ihr recht gehandelt. Ich werde versuchen, den Gefallen zurückzugeben. Super. Das hat auch geklappt. Was ist hier passiert? Und jetzt geht's weiter hier mit Hau den Lukas. Also hau mich blau, sowas in der Art. Wo ist denn das eigentlich? Das ist auch ziemlich weit noch, oder? Nee, ist auch nicht richtig um die Ecke. Warte mal, das ist dieser Laser da. So, jetzt gehen wir mal dahin. Per Dekret werden alle Schiffe dem Deutschen Orden übereignet. Beschwerden und Klagen müssen dem Obmann der Zunft beim Gerichtshof vorgebracht werden. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Ehrlich.
Ob er wohl ja, dann macht halt mal. Steht unter dem Befehl von Meister wie kommt Siebrand, man da hoch? Dem ehrenwerten Magister des Deutschen Ordens. Die Mannschaften werden für den Dienst in der Flotte ebenfalls dem Orden ich komme hier nicht hoch ohne weiteres. Jetzt muss ich mich mal genauer umsehen. Auf Order Siebrands werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden überstellt. Löscht eure Ladung. Die Schiffspapiere so. Müssen bis zum Mittag des morgigen Tages steht am da oben vorgezeigt werden. Keine Ausnahme, kein Aufschub. Das war Buggy. Der Hafen von Akon steht was unter dem Befehl von Meister Siebrand. Ich mir dabei denke, ehrenwerten Magister ich muss da versuchen hochzukommen. Die muss da irgendwie versuchen hochzukommen. Den Dienst in der Flotte ebenfalls aber es reicht auch nicht aus, ist nicht hoch übergeben. Genug. Das heißt, ich muss hier über die Wehr... Und wir versuchen raufzukommen, wenn es geht. Und selbst das ist... Nee, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Nein, nicht abrutschen. Gut, es geht so nicht. Schiffe dem Deutschen Orden übereignet. Beschwerden und Klagen müssen dem Obmann der Zunft beim Gerichtshof vorgebracht werden. Die Nichteinhaltung dieses Dekrets wird mit Kerkerhaft bestraft. Der Hafen von Akon steht unter dem ich krieg den so nicht ins Target rein. So, jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, meine Lieben, wie komme ich an den Knalli dran? In der Flotte ebenfalls dem Orden übergeben. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Gut, ich probier's mal von der anderen Seite irgendwie. Ich habe, was ihr braucht, ganz sicher. Ehrlich, hast du wirklich, was ich... So, hier. Ich will da nicht rein, ich möchte hier gerne raufklettern. Na komm. Der rafft das nicht, was ich will. Soll's rausgehen. Suche ist endlich zu Ende. Ja, Mann. Ich habe alles, was ihr nur brauchen könnt. Ah, hast du Interesse an meinen Waren? Nee, ich will da nicht reinspringen. Ich will, dass du mich nicht da rauflässt. Schaut nur her, seht, ob ich recht habe. Was ist geschehen? Kommt er jetzt da nicht hoch, oder was? Doch. Also... Okay, dann kommt er auch nicht hoch. Das ist zu hoch. Ja, vielleicht. Ja, aber. Oh, Mann. Manchmal. Jetzt geht das Spiel schon wieder los. So, hier aber. Nein. Packt er auch nicht. Gibt es hier keine Möglichkeit, irgendwie heimlich hochzukommen? Das kann doch nicht sein. Dass es hier nicht geht. Es geht echt nicht. Ah, habt ihr Interesse an meinen Waren? Oh, das hat jetzt ein bisschen geklatscht. Aber vielleicht hier. Vielleicht ist hier die Möglichkeit gegeben, irgendwie dran zu kommen. Auf die Wehr. Nee, auch nicht. Ich will diesen Informanten haben. Ich will diesen Informanten. Ihr seid gelangweilt von den anderen Händlern? Hier werdet ihr euch nicht langweilen. Nö, ich werde mich garantiert nicht langweilen. So, hier vielleicht. So, hier rauf. Na hopp. Wie komme ich jetzt diese Wehr hoch? Kraut. Das ist echt ein Kraut, ne? Nirgendwo ein Übergang oder ein Aufgang. Wie mache ich das jetzt? Ich möchte den Typ Er wird sich noch verletzen. Und wenn das... Aber dann komme ich auch nicht wieder hin. Das ist doch blöd. Echt blöd. Hier. Yeah.
hier? Hier vielleicht? Schönes zum Zipfeln? Nee, auch nee. Habt ihr das gesehen? Ja, ich hoffe's. Dass ihr das gesehen habt. Ihr sollt ja auch mal zusammenzucken. So, dann komme ich auch nicht hoch. Ja. Gut. Also ich gehe jetzt nochmal davor. Da! Da ist was. Oh, das ist viel zu weit oben. Das ist viel zu weit oben. Manchmal wünschte ich, ich hätte irgendwie so einen Greifhaken, noch ein bisschen höher zu kommen. Aber leider gibt's den hier nicht. Werte Mägde, ich muss des Verstandes verlustig gegangen sein. Ich habe alle meine Preise halbiert. Kommt und seht, was ich beizubieten habe. Euch hierauf aufmerksam. Oh Mann. Nein, du sollst nicht da rein. Gut, machen wir es halt anders. Ja, wir kommen schon noch dazu. Steht unter dem Befehl von Meister Siebrand, dem ehrenwerten Magister des Deutschen Ordens. Die Mannschaften werden für den Die kommen da noch irgendwie hin, aber wie? Das ist halt die Frage. Wie man das am besten schafft. Es muss ja einen Weg geben, hier auf die Dinge zu kommen. Es muss einen Weg geben. Und vielleicht von da oben aus. Ich probiere es mal hier zu dem Punkt. Übergeben. Ich probiere mal hier zu dem Punkt zu kommen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Was wollt ihr denn eigentlich? So. Aber du kommst hier echt nicht dran. Ich bin sicher, dass ich hier etwas Ich bin jetzt echt am Überlegen. Das macht mir schon ein bisschen bescheiden. Aber trotzdem ist es ein schönes Game. Aber manchmal, das sind Rätsel, da bist du echt die Rübe. So. Ja, ja. Augen nicht ruhig. Hau ruhig zu. Gut, jetzt gehe ich hier weiter. Hoffentlich kommen die jetzt nicht wieder. So, sie zucken nicht. Gut, sie sind auch weg. Die sind auch weg. Hier gibt es auch noch mehr Übergänge. Hier. Das ist die Möglichkeit. Das ist eine Chance. Das ist eine Chance. Oder? Nee, ist recht. Oh. Aber da drüben. Oh Mann, das sind aber so viele. Sie sind so viele. Ihr dürft nicht passieren. Ja, du hast mich ja gar nicht gesehen. Ich bin doch gar nicht da. So, der ist Fahrt. So, jetzt sind es noch 12 Meter und das ist hier schon mal der Turm. Das ist auf jeden Fall schon mal der Turm. So, immer schön rum. Rum. Gut. Und rauf. Geil. Exzellent. So, jetzt müssen wir gucken. Hier bahne ich mir jetzt hoffentlich einen Weg. Irgendwie dorthin. Es muss gehen. Es muss irgendwie gehen. So, und rein. Platsch. Des morgigen Tages super. Der Gerichtshof vorgezeigt werden. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. Ehrlich nicht. Wäre ein bisschen auf schade. Auf Order Siebrands werden alle Handelsschiffe dem Deutschen Orden überstellt. Löscht tatsächlich, hier ist es. Was macht dieser Tor da? Die Schiffspapiere müssen bis zum Mittag des morgigen Tages am Gerichtshof vorgezeigt werden. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. So, jetzt beginnt's. Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen.
Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. So. Muss ich gleich hier vor Ort kaputt hauen? Ja, ich warte erstmal, bis die anderen Knallis weg sind. Oh Mann, die gehen natürlich alle mit. Bewegung! Ja, ja. Überall diese Krüppel da. Diese Söldner. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Aber ich brauche noch Geld her. Nein, gibt nichts. Gibt nichts. Meine Familie ist sterben. Ja. Könntet ihr ein paar Münzen entfernen? Ja. Nein, bitte geht nicht einfach. Schon gut, Frau. Bitte. Hinweg, Ungeziefer. Okay, jetzt kommt er. Und ich bin schon gar nicht mehr sichtbar. Entschuldigung, Frau. Wo läuft er hin? Gut, aber hier scheinen... Oh Mann, hier sind auch noch so viele Söldner. Wisst ihr was, machen wir jetzt einfach auf eine Straßenklopperei. Das hättet ihr nicht tun sollen, diese Tiere nicht besser. An eurer Stelle würde ich um Hilfe. Wow, der haut doch ganz schön zu. Guter Gott, bringt mich nicht zum. Soll ich immer Angst vor. Da hat ganz schön zu, ey, ne? Ich bin gleich fad. So, jetzt habe ich ihn aber. Knappig. Nicht meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand. Es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Einer raus. So, das ist gemacht. Jetzt haben wir die Befragung auch erledigt. Jetzt haben wir hier noch Informanten, Herausforderung, Attentat. Na gut. Ich hoffe mal, dass das kein Zeitlimit haben wird. Weil die ohne Zeitlimit, das sind mir eigentlich immer die am liebsten. Und dann mache ich noch die restlichen Türmchen. Aua. Mist, da komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Na komm. Oh Gott, die lachen. Diese Zwiebler. Überall. Okay, der ist unter mir. Aber ich brauche doch Geld her. Ich bin. Habt ihr das gesehen? Nun, warum tut er das? Was tut dieser Typ? So, wie ist er? Da ist er. Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Okay. Gut. Gib mir doch ein bisschen Geld. Nein. Ein paar Münzen. So, das ist nein, der. Ich verstehe das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch. Ups. Guter Gott. Wie konnte das geschehen?
Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier durchgehe. Dann kommt schon der Nächste. Achso, ich kann sie nicht einsetzen. Muss ich halt auf gut Blindkill machen. Ah, scheiße. Hab mich gesehen. Hab mich gesehen. Lass ihn nicht entkommen! Hat mich leider gesehen. Lass ihn nicht entkommen! Bewegt euch! Oder ich werde euch über den Haufen rennen! Nein, du rennst mich nie über den Haufen. Wo ist die Bank? Wo ist die nächste Bank? Sitzbank, Sitzbank. Stealth. Super. Gut, ich werde das anders angehen. Und wie sie rennen. Wie sie rennen. Gut, auf jeden Fall sind dort Wachen. Das heißt, ich muss die Taktik leicht ändern. Den ersten kann ich wegzwiebeln. Aber der zweite, der wird... Weißt du was, ich helfe erstmal der Frau. Wo ist da schon einer drin? Wow. Wow, 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 wow. So, hopp und du raus. Und jetzt noch du. So, fertig ist das Hackfleisch. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, geh erstmal zur Pediküre. So, und ich ziehe hier weiter. Was ist hier geschehen? Ich ziehe erstmal weiter. Verdammt, wo bist du nur? Ich bin nicht da. Ganz und gar nicht.